das letzte Mal, als wir uns nahe kamen, gewannen wir in einer Quizshow. Das stimmt. Jetzt haben gilt, wir gut gemacht. Jetzt gilt, ja, gewonnen dank dir, der weiß alles. Jetzt gilt 3 Bögen Abstand. Wie groß ist denn so? Wie lang ist denn so ein Bogen? Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie gemessen. Ich schätze mal so ein guter Meter. Ja, dann sind wir gut. Ja, ja. Dann sind wir gut. Ja. Wie geht's dir? Du siehst toll aus. Dankeschön, du auch. Ja? Wir haben dieselbe Frisur. Ich dachte... Vom Winde verweht. Ja, ein bisschen heute. Ein bisschen windig okay. hier. Hör mal, das war Hoedown. Das ist dieser amerikanische Square Dance, wo sie so... Ein bisschen, ja. Ja? Magst du das? Ich mag so grundsätzlich alles. Es gibt ja tolle Musik da draußen und wenn man das irgendwie auf dieses Instrument umschreiben kann, dann bin ich dabei. Du kennst mich ja. Natürlich. Man nennt es Crossover, ne? Da gibt es diesen Begriff des Crossovers. Ich nenne es Musik. Gut, ja. Und solange es Musik auf dieser Welt gibt, brauchen wir uns vor nichts zu fürchten. Tanzt du denn auch? Nicht jetzt hier bei mir, sondern prinzipiell? Wenn keiner zuschaut. Ehrlich? So wie viele wahrscheinlich hier auch im Publikum. Liebe Männer, nur mal an Sie. Wer tanzt von Ihnen, wenn keiner... Ich kann Zuschauer ansprechen. Ist das ein ganz neues Lebensgefühl? Es sind echte Menschen hier. Wer von Ihnen tanzt, wenn keiner zuschaut? Typisch. Ja, ja, richtig. Ja, ja. Ich hätte jetzt auch nicht... Die tanzen gar nicht. Das ist das Problem. Okay, wir hören später den Soundtrack, den Titelsong aus einem meiner Lieblingsfilme, Stayin' Alive. Stayin' Alive, alles auf dem neuen Album. Alive heißt das, kommt am 9. Oktober raus, also fleißig vorbestellen. Ja. Und wir spielen gleich nochmal was. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Und es ist so Musik, die nicht nur, weißt du, wie soll ich das sagen? Wenn du früh aufwachst und du hast eine Musik im Kopf, egal welche, ist alles gut. Das stimmt. Ich glaube, das ist kein Gewitter, das sind nur die... Das ist das Trommeln der Eichhörnchen. Wir haben ja die Fläche überhaupt noch nie bespielt, die ganze Saison nicht. Du bist heute, du weißt es, Premiere 2020. Dann freue ich mich umso mehr. Weißt du, wer hier oben im Dach jetzt wohnt? Eichhörnchen. Wirklich? Und die denken, Alter, ey, geht weg, wir wollen unsere Ruhe wieder haben. Na, das wird aber noch ein bisschen was dauern. Das wir spielen nachher noch okay, was. Großen Applaus für David Garrett. Bis gleich, David. Dankeschön, viel Spaß euch noch. Yehudi Menuhi nannte ihn den größten Geiger seiner Generation. Er gilt auch sowas als wie ein Wunderkind. Ich weiß gar nicht, ob er diesen Begriff selber so gern hört, aber er ist eben hochtalentiert und spielt Geige wie kaum ein Zweiter auf dieser Welt mit großen Dirigenten und vor allem mit großen Orchestern. Und schon immer liebte er, wie er selber vorhin gesagt hat, er macht eben Musik. Das ist mal Klassik, das ist mal Pop, das ist mal Folklore. Die Experten, die Musiktheoretiker nennen es Crossover. Das neue Album heißt Alive und David hat es schon gesagt, am Freitag kommt es raus. Wirklich, wenn man das hört, gute Laune und die können wir in dieser Zeit besonders gut gebrauchen. All die Tracks, die da drauf sind, das sind Lieblingssoundtracks jetzt aus dem Kultfilm Saturday Night Fever, Staying Alive. Jetzt nochmal für Sie, David Garrett.